Letare, freue dich. Das ist der Titel des vierten Fastensonntags. Aber Hand aufs Herz, können Sie sich heuer wirklich freuen? Freuen Sie sich auf das bevorstehende Osterfest, den Höhepunkt des Kirchenjahres? Ich habe auch über diese Frage nachgedacht, aber ich kann sagen, ich freue mich. Es ist eine stille, aber ehrliche Freude. Denn in dieser außergewöhnlichen Fastenzeit habe ich die Gelegenheit genützt, noch mehr in mich zu gehen, mich noch mehr mit Jesus zu verbinden, zu schauen, welche Schritte er gesetzt hat. Den wahren Freund erkennt man in der Not, sagt der Volksmund. Und so frage ich, wer waren die wahren Freunde Jesu? Waren es die wenigen auserwählten Apostel, die Jesus mitgenommen hat auf den Berggipfel nach Tabor zur Verklärung? Die gleichen Freunde, die er dann auf einem kleineren Hügel dabei hatte, nämlich auf dem Ölberg, wo sie mit Jesus hätten wachen und beten sollen? Waren die wahren Freunde die 12 oder die 72 Jünger, die Hörerschaft bei der Bergpredigt? Waren es die Frauen und Männer, die Jesus getröstet hat, aufgerichtet und geheilt? Ja, Freundschaft, sie bewährt sich in der Not, nämlich dann, wenn Freundschaft etwas kostet, vielleicht sogar das Leben. Jesus ist ein solcher wahrer Freund. Die Italiener unterscheiden gern zwischen den Molti Amici, den vielen Freunden, und den Veri Amici, den wahren Freunden. Ja, der wahre Freund lebt die Hingabe. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und diese Tage der Hingabe Jesu, die stehen uns jetzt bald bevor, nämlich in der Heiligen Woche. Tage der Hingabe. Jesus hat sich hingegeben für uns, damit wir unser Leben ihm geben und damit wir lernen, uns auch wieder den Menschen hinzugeben, denen wir uns versprochen haben, den wahren Freunden, die mit uns gehen, auch wenn wir in Sorgen und Nöten sind. Weil ich um solche Menschen wissen darf, deshalb freue ich mich jetzt schon auf diese heilige Woche 2021. Und diese Vorfreude, die wünsche ich Ihnen auch an diesem Sonntag. Letare, freue dich. Musik.